ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself heute. Euch haben ja meine Badebomben und Lippenpeelings richtig gut gefallen und deswegen gibt es heute noch mehr davon. Und ich zeige euch heute, wie ihr euer eigenes Deo herstellen könnt. Ja, das geht tatsächlich und zwar sehr, sehr einfach, werdet ihr gleich sehen, mit ganz einfachen Zutaten. Ich habe mir da noch so einen kleinen Gag erlaubt und habe das in der EOS-Version gemacht. Ich finde das super süß, das ist dann so ein kleines Deo zwar, aber der Vorteil davon ist ja, dass es dann in jedes Kosmetiktäschchen und jedes Abendtäschchen passt und ihr dann euer kleines Secret EOS Deo habt. Ihr solltet natürlich nur darauf achten, dass eure beste Freundin sich nicht gerade so euren EOS Lip Balm schnappen will, ne? Das ist ein natürliches Deo und ohne Aluminiumsalze und auch sehr günstig dann im Endeffekt und hat 10 Minuten gedauert, das herzustellen. Also ja, schaut rein und lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefällt und viel Spaß dabei. Für das EOS Deo braucht ihr folgende Zutaten: Speisestärke, das wirkt absorbierend im Deo. Dann braucht ihr noch Natron, das neutralisiert Gerüche. Ihr findet beides im Supermarkt. Genauso wie Kokosöl, das wirkt desinfizierend, riecht gut und pflegt eure Haut. Kakaobutter pflegt zusätzlich und hält das Ganze gut zusammen. Die Zutaten kommen dann in gleichen Teilen zusammen. Das war es im Grunde auch schon. Was ihr aber optional tun könnt, ist noch ätherische Öle dazu zu geben. Das riecht einerseits ganz gut, ansonsten riecht es eben ganz neutral, euer Deo. Aber manche davon haben auch ziemlich gute Wirkung, wie zum Beispiel Teebaumöl. Das wirkt noch zusätzlich desinfizierend, aber davon jemals wirklich nur ein paar Tröpfchen nehmen, denn ätherisches Öl sollte nicht zu hoch konzentriert an die Haut geraten. Das Teebaumöl habe ich im DM gefunden. Weitere ätherische Öle findet ihr zum Beispiel im Biomarkt oder im Müller. Und dann brauchen wir natürlich noch einen EOS-Behälter. Ich habe hier von meinem alten Lippenbalsam noch die Reste rausgekratzt mit einem Messer. Und dann wollen wir dieses Rädchen aus dem Behälter lösen. Dazu nehme ich wieder ein Messer und gehe direkt unter diese Kante. Und am besten da, wo diese Teilchen vorstehen, kam das dann am besten bei mir raus. Es ist ein bisschen Fummelarbeit und seid natürlich da sehr, sehr vorsichtig, wenn ihr das macht. Und dann macht es irgendwann Klack und ihr habt dieses Rädchen rausgelöst. Danach habe ich einfach noch die Reste weiter entfernt und alles ausgewaschen, damit wir einen schönen sauberen Behälter haben. Und jetzt nehmt ihr aber nicht mehr den unteren Teil, sondern den Deckel des EOS Lip Balms, um das Ganze reinzufüllen. Dadurch entsteht dann später diese schöne Form und ihr werdet dann sehen, das funktioniert wunderbar, auch wenn es erstmal komisch klingt. Ihr schraubt dann dieses Rädchen auf den Deckel erstmal drauf und dann können wir uns auch schon an die Mischung machen. Die Kakaobutter und die Öle habe ich geschmolzen, das könnt ihr im Wasserbad machen oder in der Mikrowelle. Und dann gebe ich alle Zutaten in eine Schüssel, eben 3 Teelöffel Kokosöl, 3 Teelöffel von der Kakaobutter, genauso 3 Teelöffel Natron und jeweils Speisestärke noch dazu. Und wie gesagt, ist das optional, aber ich habe noch 5 Tropfen Teebaumöl genommen. Denkt eben dran, nicht zu viel davon zu nehmen, so 5 Tropfen ist eine gute Menge dafür. Wenn eure Mischung schön verrührt ist und klumpenfrei, könnt ihr das auch schon in eure Form geben. Ich habe das direkt reingegossen, es hat sehr gut geklappt und denkt daran, dass ihr das Rädchen bedeckt und es schön bis zum Rand auffüllt. Danach kommt der untere Teil des EOS drauf, da könnt ihr nach dieser Kante schauen, damit ihr das richtig rum aufsetzt und drückt das Ganze kräftig drauf, da braucht man etwas Kraft und dann macht es wieder Klack an allen Seiten und ihr habt das Ganze schon mal fertig. Das muss natürlich noch fest werden. Dazu macht ihr das am besten über Nacht in den Kühlschrank, praktischerweise ins Eierfach, da steht das dann ganz gut, oder für mindestens 2 Stunden in den Gefrierschrank. Und dann kam die Stunde der Wahrheit, ich habe das aufgemacht und war echt begeistert davon, wie schön das aussah. Hier seht ihr das nochmal im Vergleich zu einem EOS Lip Balm. Also das hat die Form sehr gut angenommen, das roch sehr schön frisch wegen dem Teebaumöl. Und ich habe das Deo jetzt schon ein paar Mal verwendet und bin echt begeistert von der Wirkung. Also es hält so trocken und wirkt einfach super. Ansonsten müsst ihr nur beachten, euer kleines EOS Deo nicht in der Hitze stehen zu lassen, weil es dann schmelzen könnte. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr das im Kühlschrank lagern, dann ist es so richtig schön frisch vor allem. Und achtet ansonsten natürlich drauf, dass es immer schön sauber bleibt und ihr den Deckel drauf habt. Und ja, das ist schon das Do-It-Yourself dazu. Ich finde das wirklich super einfach und ich liebe mein neues kleines EOS Deo. Sagt mir gerne auch Bescheid, ob ihr noch mehr Do-It-Yourselfs in der Richtung sehen möchtet und lasst es mich auch durch einen Daumen hoch sehen. Postet mir eure Kreation mit Hashtag #KindofRosie, da würde ich sehr gerne sehen, wie eure EOS Deos dann aussehen und das gerne liken auf Instagram und auf Twitter. Und hier seht ihr noch mein letztes Video, das ist zum Thema Motivation und wie man seine Ziele erreicht, ist auch noch in meiner Infobox verlinkt. Und natürlich, wenn ich schon so mache, könnt ihr meinen Kanal sehr gerne abonnieren, das ist kostenlos und ihr verpasst keine Videos mehr von mir, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!